Den Anfang macht heute Abend Volker Braun, einer der großen zeitgenössischen linken Literaten. Bevor er viele Jahre als Dramaturg an den großen Berliner Bühnen tätig war, ganz zu Anfang übrigens auf Einladung von Helene Weigel am Berliner Ensemble, dann am Deutschen Theater, aber davor war er Drucker, dann Maschinist im Braunkohletagebau im Kombinat Schwarze Pumpe, zu dem auch der Tagebau Welzow Süd gehört. Die ersten Briketts wurden dort 1959, es ist nur eine kurze Vorstellung, die ersten Briketts wurden dort 1959 mit dem Aufdruck Flamme des Sozialismus gepresst. Die damalige Zukunft ragt hier in unsere Gegenwart. Jedenfalls eine typische, vielfach erfahrungsgesättigte Biografie eines DDR-Intellektuellen. Volker Braun war Mitglied im PEN-Zentrum und der Akademie der Künste der DDR. Er stand im Zentrum der DDR-Literaturszene und gleichzeitig an ihrem Rand. Immer in einem zwiespältigen Verhältnis zum ersten sozialistischen Versuch im besseren Deutschland. 1976 gehörte er zu den Erstunterzeichnern des Protestbriefs gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Und so kritisch wie solidarisch mit seinem Land fand er für dessen Ende traurig schöne Worte. Was ich niemals besaß, wird mir entrissen. Was ich nicht lebte, werde ich ewig missen. Nach der Wende beschrieb er im Roman Wendehals die damaligen Herausforderungen an linkes Denken und Handeln und wurde, oder besser blieb, Verfechter der Idee, dass es eine bessere Welt geben kann. Er kritisierte die Landnahme der DDR, gerade auch durch viele Westwissenschaftlerinnen. Und gleichzeitig stand er im engen Kontakt mit Linken im Westen, nicht zuletzt mit Wolf und Frigga Haug, die beide heute Abend hier sind, und dem Umfeld der Zeitschrift Das Argument. 2000 erhielt er den Büchnerpreis und bis 2010 leitete er die Akademie der Künste in Berlin. Heute Abend, ist gleich zu Ende, liest er als eine Art Präludium für die kommenden Tage aus seiner Zukunftsrede. Verfasst hatte sie 2010 anlässlich des 125. Geburtstags von Ernst Bloch. Die Zukunftsrede ist eine Auszeichnung, die vom Ernst-Bloch-Zentrum einer Persönlichkeit anvertraut wird, deren Denken und Handeln für langfristige Visionen und Utopien steht. Sie soll mutige Blicke in die Zukunft wagen. Volker Braun wurde diese Ehre zum ersten Mal zuteil, also als Erstem. Die Zukunft soll man nicht voraussehen, sondern möglich machen, schreibt er in dieser Rede. Doch das ist gar nicht so leicht, steht sie doch voller alten Gerümpel. Und darüber hören wir jetzt. Danke dir. Ja, seid gegrüßt. Ich danke für das Wort Präludium. Das trifft etwa das, was ich hier mache. Die ewige Beschäftigung mit der Zukunft. Sie sagt sich fortwährend an. Ihre Visitenkarte, eine Kleinanzeige in Form eines Transparents. Frag mich nicht, was sie bringt. Abgeblätterte Aussichten, das ist dann das Neueste. Sie vergisst ihr gewiss die Hälfte. Wir werden alle älter, auch sie. Wenn schon nicht ein neuer Text, aber vielleicht diesmal der gestrichene. Über die Schwelle der Jahre schwappt eine undefinierbare Brühe. In der Zukunft kennen wir uns schon aus. Biete ihr deinen Platz an, dann jedenfalls ist nichts verloren. Sie kann längst nicht mehr, wie sie will. Sei nachsichtig, wenn schon nicht zuvorkommend, man muss mit allem rechnen. Woher wissen wir eigentlich, dass es sie gibt? Ja, wenn sie schwanger ginge, die Zukunft mit der Zukunft. Vielleicht gehst du ihr doch entgegen, auf die Gefahr hin, sie nicht zu erkennen. Oder stehen die Türen offen, weil sie uns schon verlassen hat? Der Karren im Dreck. Im 18. Jahrhundert war die Kutsche im Schlamm ein gewohntes Ereignis. Es forderte rasche Hilfe, ein paar zusätzliche Pferde, einen Nachtaufenthalt vielleicht. Und die Frage, wie es weitergeht, war an einige Knechte oder einen Stellmacher gerichtet.
Marivaux beschrieb den Unfall und unternahm es einmal, die Wartezeit zu verkürzen, indem er die Insassen eine Geschichte erzählen ließ, einen Stegreif-Roman voll anderweitiger Abenteuer in Fortsetzungen, die sich nicht um das Reiseziel scherten. Den Schlamm musste er nicht definieren, Regenpampe. Wenn heute, weniger elegant, aber allgemein gesagt, der Karren im Dreck ist, ist das das Weltgeschehen. Eine globale Tatsache in der Finanzkrise, dem Weltordnungskrieg, den Wetterstürzen. Im Dreck schmecken wir die Metapher, die härtere Behauptung, den Schluff, den die täglichen Nachrichten absetzen. Der Karren, unser Verkehrsmittel, die interkontinentale Rolltreppe oder überbeschleunigte Dampfwalze, der fliegende Salonwagen, worin immer wir unsere komfortable Fortbewegung vollführen. Sie wühlt den Dreck erst auf und gräbt die tiefe Spur. Der Boden nicht, die Bewegung ist das Problem, die Fahrt, die Gefahr, das ganze Unternehmen ist das Wagnis. Bei Marivaux, die kleine Reisegesellschaft in der Patsche, jetzt sitzen Gesellschaften, Staaten fest und reden Romane. Es gehe nur darum, uns zu amüsieren, sagte der Erzähler und nannte die Namen der Redenden nicht. Ich werde es auch nicht tun. Der alte Finanzier saß neben der jungen Demoiselle, die das nicht hatte verhindern können. Ich saß zwischen ihr und ihrer Mutter und der Schöngeist nahm die Ecke ein. Der verliebte Alte überbot sich an honigsüßen Komplimenten und der Erzähler gab das Thema vor, die Liebe. Ich wende zögernd ein, dass die Liebe keine Zukunft hat. Sie ist Gegenwart oder sie ist nicht. Liebe gibt es nur im Entstehen. Das sei für einen Zukunftsroman ein schwieriges Sujet. Ein schreckliches, freut sich der Schöngeist. Ein herrliches, sagt der Alte, das Mädchen mit Blicken leckend. Trotzdem, meinte Marivaux, solle es niemand einengen, und jeder kann seinerseits nach seinem Geschmack die Geschichte fortsetzen. Weil der Wind schon den Tisch abdeckt und das Wasser bis an die Bettkanten steigt, übernehme ich es oder mehrere andere Autoren, den Anfang zu machen. Wir blicken so gern in die Zukunft, weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern zu unseren Gunsten heranleiten möchten. Aber so wenig als im Leben des Einzelnen ist es für das Leben der Menschheit wünschenswert, die Zukunft zu wissen. Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Das ist eine distanzierte, ironische Einleitung. Und nun fährt die Dame fort, die nur darauf gewartet hat. Mit dem ganzen Fond ihrer Fantasie kommt sie folgendermaßen ins Schwatzen. Die Geschichte ist am Ende. Das sagte ich bereits. Trotz der Vergehen der Wall Street, sie nickt dem Banker zu, dominieren vernünftige ökonomische Ideen weiterhin die Welt. Es ist, sie öffnet die Arme, eine offene Welt. Erstmals sind die Bedingungen gegeben, nicht nur die materiellen Bedürfnisse zu bedienen, sondern das Zubrot an Anerkennung und Selbstwert auszuteilen. Es wird nun keinen weiteren Fortschritt der Prinzipien und Institutionen geben, weil alle wirklich großen Probleme gelöst sind. Und unbefriedigt, wie sie neben ihrer jungen Tochter ist, da die Blicke der Männer neben sie fallen, schwärmt sie. Beide, Marx und Hegel, glaubten, dass die Geschichte ans Ende komme, wenn die Menschheit ihre tiefsten und fundamentalsten Sehnsüchte befriedigt. Oh, wir sind angekommen, ruft sie anscheinend glücklich. Wir sind angekommen. Nach der Mitteilung der Mutter weiß das junge Ding, das an der Reihe ist, nicht fortzufahren. Denn obwohl es die Liebe noch nicht gekostet hat, ist ihm gleichsam der Mund versiegelt. Es überlässt dem Schöngeist, den Faden aufzunehmen oder abzuschneiden. Der hat sich hinausgelehnt und den weißen Anzug beschmutzt. Ich halte nichts davon, konstruktiv zu werden, erklärt er entschlossen. Es sei ohnehin ratsam anzuhalten, solange die Grundrichtung nicht zu beeinflussen ist. Aus diesem Zirkel, in dem sich die Räder ad exitum drehen, ist kein Entkommen. Unser Komfort, er schlägt auf die Polster,
ist die tödliche Summe der Dysfunktion. Er hat noch ein Kissen bei sich, auf dem er ein wenig dick und schwitzend meditiert. 700 Millionen Autos für China. Eine Stunde wird die Atmosphäre noch Atemluft sein. Besser sei aufhören als überfüllen, lallt er wie Lautze. Es laufe im Ganzen falsch. Steigen wir aus. Was treibt uns denn eigentlich? Wir wollen außen was ändern, aber die Ursache liegt in uns. Wir müssen vor statt hinter der Maschine stehen. Hier mischt sich der Fahrer ein, der den Befehl nicht versteht, weil er in dem Wagen ist. Er kennt die Schäden der Karre, aber um den Chef nicht zu schädigen, begnügt er sich, den Rost abzukratzen und Öl aufzufüllen und geht mit dem Staubsauger durch. Vermutlich ein Sozialdemokrat. Und eben lese ich in der Zeitung, SPD verspricht Reparaturen. Er für seine Person und Partei will aufpassen und ausweichen bei den natürlichen Hindernissen, den Schwächeren am Rande und sie mitnehmen und halblaut referiert er Reformen, die richtig waren und wenn nicht alle Ziele erreicht. Nein, entgegnet das Mädchen plötzlich, dass das verliebte Reden nicht länger erträgt. Dieses düstere Kapitel werde ich schließen. Es schiebt unsere Hände von seinen Knien. Das Besitzergreifen, das Parasitendasein. Alles ändert sich so massiv, man kann sagen, die Jungsteinzeit endet. Das geschichtliche Denken beruhte auf Vorstellungen und Modellen, über die man nur lachen kann. Man tut es ihm zu gefallen und es sagt zur Mutter hin, ich will nicht mit Dinosauriern spielen. Deine Institutionen haben nichts mehr mit dem Leben zu tun. Die wahren Dinge sind draußen. Und vom Platz auffahrend. Sie werden sehen, es genügt ein einziges Wort, die Natur zu befreien und die Qual zu beenden. Welches Wort? Fragt der Alte begierig. Welches Wort? Sagt die Mutter streng. Wir blicken auf 14 Milliarden Jahre. Weiß es errötend. Es gibt es nicht. Wir haben das Wort nicht. Wir müssen uns radikal ändern. Wie wahr das ist, sagt der Finanzier, wir müssen andere Bilanzen schreiben, nicht den Eigennutz, man sollte das Mitgefühl maximieren, die Empathie. Er sieht uns alle an, die Empfinden macht, was der andere fühlt und das eigene Fühlen entdeckt. Sein Umgang mit Geld, schrieb Marivaux, gab ihm so alltägliche, schlichte Gedanken ein und die Rettung der Banken trägt das ihre bei. Diese verstreute und jedermanns Energie liege vor jeder Türe. Man müsse sie nur sammeln und einzahlen auf das große Konto, um sie zu erschließen und Kraft dieser Ressource die Probleme zu lösen. Die globale Empathie muss mit der globalen Zerstörung in Wettlauf treten. Die Frage ist, wer wird er gewonnen und mit der ganzen Seele die Welt versöhnt? In diesem Moment der Ergriffenheit über dieses Abenteuer nähert sich eine Bande Kinder, die am Wagen rütteln. Eine Meute Verwilderter umringt uns. Wir sind auf dem Peripherik und blicken auf die brennende Vorstadt und werden gewahr, dass nichts instand gesetzt ist, dass nur verlegen hantiert worden ist und die Welt auseinandergebrochen liegt. Alle Reparaturversuche nur ebenso viele neue Unglücke, wobei irgendein Grunddefekt immer und immer übersehen wird. In jenem 18. Jahrhundert zöge man sich wie Danton in die Zitadelle der Vernunft zurück. Sie ist geschleift und im Gegensatz zur Bastille kein Grundriss auf dem Platz geblieben. Der Schlag wird aufgerissen und ein unsichtbares Komitee empfängt uns. Unsichtbar und anonym, Namen wollten wir nicht nennen. Franzosen, natürlich, die nicht warten wollen. Warten ist Wahnsinn. So spricht die Empörung, ein Bastard der Vernunft. Sie sagt nicht, was sie will, Zerstörungen ohne Geschwafel. Schwaden der Wut sollen durch die Wüsten des Wohlstands ziehen. Die Gegenwart ist aussichtslos und das Künftige hat keine Zukunft. Wie viel mehr Wahrheit ist in dem Zorn als in unseren Zoten? Am Boden der Karre finde ich einen Zettel, den Marivaux liegen gelassen oder deponiert hat. Ich komme nicht dazu, ihn zu lesen. Der Aufstand geht weiter, die Karre fährt weiter, der Finanzkrach, das Wetter,
die Truppenbewegungen, leben Sie wohl, nicht Ihr Diener. Das Museum der Zukunft. Wo liegt die Zukunft? Durch welche offene Tür müssen wir gehen? Hier, diese schönste, bietet sich an, ein geschwungenes Portal, die wohlgeformte Klinke, bequeme, ausgetretene Stufe. Schon sind wir in einem weitläufigen Raum mit Eichenparkett, die hohen Fenster verhängt. Man sieht die Aussicht dahinter, naja, nicht eben leuchten. An den Wänden große Schränke, gefüllt mit alten Gegenständen, die nicht mehr in Gebrauch sind, weil sie überholt sind, edle, erlesene Dinge darunter, die ich gerne entwenden würde. Diesen Milchkrug, dieses Astrolab, andächtig ausgestellt, wie die Antiquitäten aus der Natur in den endlosen Regalen, die ausgestorbenen Arten, der wilde Knoblauch, das übersehene Filzkraut, die Tronde und Kiebitz und Feldlerche wurden eben vornotiert, die mit den Schlehenhecken und Auenwäldern verschwinden. Vom Tonband rieselt das Bächlein, das Unkenläuten und die übrige Stille, das kostbare, ausgegangene Gut. Dann fallen die schweren Kästen auf, dunkle Verschläge, die Bodenschätze enthalten Steinkohlebrocken, Braunkohle, Briketts, Primärenergie. So hat das einmal geglänzt und gerochen, die Morgengabe der Erde, durchgebracht über Nacht. Was hätte man in 10.000 Jahren daraus destilliert, statt sie zu verbrennen? Es steht nicht mehr zur Verfügung. Und die Elemente Silber, Blei und Zinn verloren, verlötet, herausgeraubt aus der Matrix der Erde, dem durchgewühlten Schoß. Mit welchem Recht, fragte Paulus Niavis 1492, und dieser schwärzliche harte Stein, Pechblende, Uran, zu welchem Zweck? Agricola bezeugte die wunderbare Fülle von Speise und Trank, die die Natur gewährte. Ihr Anblick, süßeste Nahrung der Seele, und gebot doch dem Bergmann rechtens die Ausbeute, um ein unserer Kultur entsprechendes Leben zu führen. Die schöne Haushaltung des Universums und die gebrauchte Landschaft des Mansfeld, von der Novalis sprach, vor der Haushaltssperre. Hier vermodern diese Scharwerke in den Bücherwänden mit den Zaubersprüchen, den Kirchenliedern und didaktischen Hymnen. Was für Entwürfe, verdampft und zerstoben, Manifeste der erledigten Landschaften und Gesellschaften. Im Aufbruch, im Niedergang, verraucht und verraten, die blamierten Ideale unserer Jugendzeit. Generelle Lösungen, der reine Tisch, die Ewigkeitspostulate, Staaten, gebaute Zukunft und gesunken ins Gras, das sie fressen. Und der große Vorschlag jenes tragischen Tribuns Gorbatschow, bis zum Jahr 2000 alle Waffengattungen abzuschaffen. Er hat auf Granit gebissen. Verlorene Zukünfte. Irgendwann aber wird es eine thematische Ausstellung geben, das Ende der Familie, des Privateigentums und des Staates, samt dem Schrott der Vertröstungen, die noch immer gehandelt werden, die Wachstumsraten, der Wirtschaftswahn, die Weltpolizei, die globalen Verheißungen aus dem historischen Müll, dem ersatzlichen Illusion der Machbarkeit. Nicht zu reden von den kommunen Sachen, dem Zukunftsglauben, der Höllenangst, die wir abgelegt haben. Hier finde ich sie an die Wand gelehnt, wie verwitterte Grabsteine eines aufgehobenen Friedhofs, wo man wandeln kann, ohne zu trauern. Das ist kein Fundbüro, kein Pfandhaus, in dem man die Dinge, das Denken auslösen könnte. Die verschenkten, versiebten, vertanen Möglichkeiten, die unwiederbringlichen Augenblicke, das Ziel, das nicht mehr erreichbar ist. Der Kerker der Zukunft. Die zweite Tür, die man mit einiger Mühe öffnet, um die Zukunft zu sehen, ist ein Gatter, das hinter uns ins Schloss schlägt.
Ein dumpfer Hall, kaltes Licht. Schon reut mich der Schritt, nur kann ich nicht zurück. Ich steige über Treppen und Winkelwege, dem Wärter folgend, in ein Gewölbe, Fundament eines kolossalen römischen Palasts oder Industriekatakombe. Es ist eine vertraute, zerklüftete Formation mit ihrer zementierten Einrichtung. Ich bin auf festem Boden, von dem Wärter Tatsachen genannt. Dergleichen betrachtet man misstrauisch, zu viel machen sie von sich reden, und hier sind die Unerfreulichen versammelt. Sie stehen auch nicht fest, sie werden herumgeschoben, herumbuxiert wie Schlacke-Container, abgeschmolzene Gletscher, Autofriedhöfe. Enorme Mengen von Waren natürlich, unverkäuflich, von Ruß und Schweiß imprägniert und finsteren Flüssigkeiten, die in Deponien und Kläranlagen rauschen. Wir, die in die Zukunft geschickten Scouts, verharren in dem knirschenden Sediment. Es scheint nicht weiter zu gehen an den Barrieren und Schildern mit den bekannten Beschwichtigungen, Vorfahrt beachten, Sachzwänge in Gorleben zum Beispiel oder Brüssel oder Athen. Irgendwas ist schief in der Konstruktion, ungerecht, ungeraten, meine Bedürfnisse nicht bedienend. So viel verbotene Arbeit, so viel verbauter Raum, der neue Verbote und Bauten erfordert, Strukturen erzwingt und Gesetze gebiert. Ich rede ja nicht der Planwirtschaft das Wort, aber das babylonische Regelwerk dieser Region ist auch ein bürokratischer Mythos. Höre ich den wankelmütigen Parametern, zuverlässigen Krisen und gewöhnlicher Willkür. Gerade die extreme Öffnung des Zukunftshorizonts, erklärt der Wärter, hat im 20. Jahrhundert zu einer ebenso extremen Verengung desselben geführt. Ich weiß, aus einem anderen Käfig kommend, meinem England, dass das Elend wahr ist. Da hat man Fortschritt gepredigt und Fesseln getragen. Ich habe die Menschheit umarmt und an Grenzen gedient, der Zukunft zugewandt im Status quo. Es sind die Verhältnisse, die ihren Horror erzeugen. Die sind nun eben in diesem Kerker präsent. Besitzverhältnisse, Herrschaftsweisen, Jahrhunderte abgebrüht, aber diese Bastionen, Politkartells, Sperren mit Gatekeepern, festen Banken umgeben von demokratischen Rabatten, sind der Beitrag meiner Zeit. Eine Gesellschaft, die sich die Offene nennt und das Gefühl, gefangen zu sein in den historischen Vorgaben und aktuellen Schulden, die in Zukunft zu bezahlen sind. Und das Verlies nicht verlassen zu können, weil der Wahnsinn weitergeht. Und ich nähere mich erst dem Zentrum der Furcht, wo die Hast und die Hybris ihre Erfindungen machen, deren Schrecklichste die Schatten auf die Stufen brannte, Menschenschatten in Hiroshima. Hier sind wir am dunkelsten Ort und der Wärter deutet an, die Räume der Zukunft könnten geschlossen werden. Ich kann nur weiter in das Dunkel gehen, das um mich ist, politische Notrationen, die lohnabhängige Demut, unsere arbeitslose Geduld. Es ist das Denken selbst, in dem wir befangen sind, das brotgeleerte, dienstleistende allgemeine Bewusstsein, dieses eigentliche Zuchthaus, in dem man nicht mehr universale Befreiung träumt, sondern die separate, den weltzerstörenden Traum der Befreiung als Absonderung, die Säuberung von den anderen. Hobsbawm, das heißt die Säge der Begriffe setzen, für eine Geisterfahrt mit Wolkentonnage, Einbildungen, Glaubensdunst, the triumph of the rest. Und dem Rumpf des Sklavenschiffs an der Rede der Wall Street hockt der Nigger Obama, während die Seinen ersaufen im blutigen Mittelmeer. Die Werkstatt der Zukunft. Ohne den Raum zu verlassen, finde ich eine Pforte, durch die ich mich zwänge. Nicht jeder kann hier durch und verschafft sich Zutritt. Viele stehen an, aus Gewohnheit vor dem großen verschlossenen Tor oder begeben sich gleich auf die Galerie. Das sind wohl jetzt Zuschauer,
für die man die Arbeit noch einmal erfinden muss. Ich komme in eine gusseiserne Halle, wo wir uns sammeln, um an die Zukunft zu gehen. Da liegt das Material auf einer unüberblickbaren Werkbank, schwer zu sagen, was es ist, Bedürfnisse, Erwartungen, unansehnlich, undeutlich und Erfahrungen natürlich, die zu verarbeiten sind, wenn wir sie nicht vergessen oder geleugnet werden. Erfahrungen des Scheiterns vor allem, die ich aus meiner Gegend wie eine Beute bringe. Der Ostblock ging auch am billigen Leben zugrunde, dem unverzichtbaren Vorzug und dem unverzichtbaren teuren Verschlingenden wohnt das Desaster des Westens. Das sind disparate Dinge, die sich stören und zusammenstoßen, unangenehme, gemiedene Wahrheiten, Widersprüche, wonach man hier vorzugsweise greift. Ja, sie scheinen die rohe Nahrung und der wahre Rohstoff zu sein. Mit den kruden Realien geht man um, wo das Erträumte entsteht. Wir sind in dem Raum, wo die Interessen am Werk sind, das grobe und feine Zeug, woraus Zukunft gemacht wird. Was immer wird, es wühlt im Jetzt und Hier. Die Gegenwart zeichnet dafür verantwortlich. Im Regenwald am Yangtze-Kiang. Die Vergangenheit hat das liegen lassen. Rostige Probleme, stinkende Konflikte, all das Unerledigte, Unabgegoltene, von einem Millenniumsplan in die Nächstrückung, die nie recht aufgegangene Gerechtigkeit. Es stehen noch Barrikaden herum für die virtuelle Empörung. Da können uns die Toten zur Hand gehen. Und der ganz neue Fundus der Krisen, der Mist von morgen und der Milliardenmensch wird der Milliardenmensch um seine Rationen betteln müssen, die bloße Luft, das reine Wasser. Hobsbawm, der die Extreme durchschritt, sieht in den Krisen noch extremere Kriege drohen. Als sich das unglückliche Amerika North entschloss, den Konflikt am Golf militärisch zu lösen, gab es die Gangart für das neue Jahrhundert vor. In dieser mächtigen Werkstatt werden Modelle gebaut, Beispiele gegeben, die Nachahmung finden. Die solventeren Länder könnten Alternativen. Waggon taugt nicht für die Welt. Der Karren, wie gesagt, Postkutsche, Panzerwagen, Automobil. Alternativlos ist ein Politikerwort. Wir haben das Wissen, aber nicht das Denken, das überschreitet. Doch es gibt eine Kultur von unten, einen Urstoff, protoplasmische Bewegung, nicht fassbar, eine Bürgerkraft, die ihren Impuls in die Apparate schickt und sie unterminiert mit Ideen. Die Hand legen an die Pulse, Gelenke und Wunden. Ich sehe die Anthropologen und Ontologen des möglichen Seins eine Richtung ausmachen. Ein nicht primär am Mehrwert orientierter Stoffwechsel der Gesellschaft mit der Natur. Emanzipation von der Herrschaft des Produkts über den Produzenten. Eine die kapitalistische Verteilungsform überschreitende Gesellschaft etc. Das heißt die Grundsuppe aufrühren. Welten, Gewalten, die Wahnsinnstat der Vernunft, die Verhältnisse zerbrechen. Indem ich der furchtbaren, herrlichen Losung folge, fühle ich, wie ich selbst verändert werde. Das ist der Kernbereich der Fabrik. Ich habe Zukunft erlebt, die von gestern war. Eine höhere Lebensform mit niedrigerem Standard, Gemeineigentum ohne Verfügungsgewalt. Verwerfung der Gegend der Liebe im Sachzwang der Arbeit für morgen. Die Republikflucht der Utopien in die Messer der Konsumschlacht. Wir haben etwas vergessen im Untergrund. Hammer oder Sichel oder Zirkel. Etwas Unbewiesenes. Für den Letzten soll die Welt gemacht sein. Freiraum. Eine vierte Tür suche ich vergebens. Eine Luke bleibt uns nur ein Auslug, um in die Zukunft zu sehen. Nach vorn. Was heißt nach vorn?
ins Kommende. Da vorne ist nichts, von dort kommt nichts. Ich weiß, wann kommt nun dein Kommunismus? Der kommt nie, vielleicht, dass wir gehen. Dieser vierte ist der geheimnisvollste Raum. Ich sehe tatsächlich nichts, nichts Wirkliches, wie in den anderen Kammern, nur was sein kann. Es ist gerade seine Leere, seine Uneingeräumtheit, die den lichten, schönen Eindruck macht, eine Anmutung von Freiheit, wie in alten Schlössern, wo das Mobiliar verloren ist und die unverstellten Maße sichtbar werden. Platz, der einzurichten ist, nicht zu viel, denkt man unwillkürlich. Jetzt begreife ich, warum ich den Raum nicht betreten kann, auch nicht in Filzpantinen durchschlurfen. Und ich ahne doch, wie viel wir hinübertragen, wie viel Sperrmüll in die Zukunft ragt und der Rhin besetzt ist mit Themen. Doch wenn sie mir gleich vor Augen stünde, sie ist ein Bild, dem nichts Fertiges eignet. Ein Vorgeschmack, ein Vorgefühl, das gemischt ist, eine Vorlust sogar und unbedingt. Wenn man es näher beschriebe, wenn man es ausmalte, wäre die Frage, mit welchem Strich? Mit Hoffnung? Mit Angst? Die Sintflut ist Grundversorgung. Die täglichen Schlamm- und Müll- und Datenfluten. Der Weltuntergang ist akkreditiert. Zum Land Utopia wollen wir nicht einmal diplomatische Beziehungen abpflegen. Es passt nicht in unsere Staatengemeinschaft. Es hält sich nicht an Verträge. Es verweigert sich dem Schengener Abkommen, der Restlaufzeitverlängerung, den Kampf einsetzen. Kein Waffenexport, keine Geheimdienste. Bei Gott, ich will nichts haben, wovon nicht ein jeder seinen Teil haben kann, unter gleichen Bedingungen. Walt Whitman. Es ist das andere, das Gegenteil, die Widerlegung. Aber auch diese Prospekte werden von der Wirklichkeit diktiert, vom Widerstand, der in ihr wohnt und wühlt. In Oaxaca, auf dem Syntagmaplatz, wo immer die Menge handelt. Die Zukunft ist kein unbeschriebenes Blatt. Es ist von Wasserwerfern und Pfefferspray imprimiert. Sie ist keine heile, in Ordnung gebrachte Welt. Sie wird nicht erlöst sein von jedem Elend. In Widersprüchen gemacht, wie anders als in Widersprüchen lässt sie sich denken. Vermutlich sind ihre Antinomien größer, gewaltiger und das Humanum wird härter gefordert. Sie ist, denke ich, nicht versöhnt. Sie ist solidarisch und Menschlichkeit muss sich an schwereren Gewichten bewähren. Nichts Glimpfliches, Paradiesisches meint das Diktum Naturalisierung des Menschen, Humanisierung der Natur. Die Menschen wie die Welt tragen genug gute und schlechte Zukunft. Ich sehe sie umkämpft, ich sehe Zukünfte kämpfen und unterliegen. Ich sehe sie nicht. Der Mensch muss damit leben, dass er die Zukunft nicht mehr kennt, ohne dass er beginnt, bedenkenlos gegen andere und Zukünftige zu leben. Der Strich so fest, dass er eine Möglichkeit darstellt und so dünn, dass er keine endgültige Lösung bietet. Oder ein Strich darunter hindurch. Die Menge ist fähig, das Blatt zu zerreißen und im Gegenteil zu sagen, dass noch fast nichts ist, nicht gedacht worden ist, überhaupt kein Verstand in der Sache ist, wie sie steht. Und die Sache, wie sie steht, aus bloßer Not elementar zum Aufruhr ruft. Nichts besteht. Und was sich sicher wähnt, hat den Keim der Auflösung in sich. Vielleicht muss ich die Menschheit einmal neu erzählen. Und die eigentliche Arbeit hat noch gar nicht begonnen. Sie wird der Gesellschaft den Atem verschlagen. Die größere Lust sparen dem Engel wie auf, Hölderlin. Und die Liebe, um zum Thema zu kommen, der Geschlechter, der Gattung, die Zukunft ist eine Mulattin. Wir sind an der Stelle, wo es uns kühl anweht wie die kommende Frühe. Nachsatz. Hier habe ich noch den Zettel, der liegen blieb in der Kutsche im Schlamm. Ich lese ihn jetzt. Die Art des Erzählens ist stets die einzige Ursache für das Vergnügen
oder die Langeweile eines Berichts. Das steckte uns der Verfasser, um über die arme Handlung zu trösten, und es trifft unseren Fall. Die Art, wie Geschichte gemacht wird, ist der Grund für die Spannung und Stimmung der Gesellschaft. Wie sie Probleme angeht und Konflikte bewältigt, ist der Gradmesser der Kultur. Die Handlungsweise wirkt die Zukunft. Allons.